Seit 2014 gelten die EU-Sanktionen gegen Russland, verhängt damals wegen der Ukraine-Krise. Doch was die EU eigentlich damit erreichen wollte, das hat nicht geklappt. Warum die EU-Sanktionen gegen Russland ihr Ziel verfehlt haben. Die ukrainische Halbinsel Krim, illegal annektiert durch Russland. Zumindest sehen das fast alle westlichen Staaten so. Die EU verhängte deshalb Einreiseverbote gegen die Menschen, die für eine instabile Ukraine verantwortlich gemacht werden. Zum anderen gab es Wirtschaftssanktionen. Waffen und andere militärisch nutzbare Güter dürfen nicht mehr an Russland verkauft werden. Und russische Banken können sich in Europa kein Geld mehr leihen. Ziel dieser Sanktionen war, die russische Politik zu ändern. Bevölkerung und Unternehmenschefs könnten den russischen Präsidenten unter Druck setzen. Die russische Wirtschaft zu treffen, das hat geklappt. Die Russen leiden unter einer schweren Wirtschaftskrise. Und das liegt mindestens zum Teil an den Sanktionen. Ein Umdenken in der russischen Politik, etwa die Krim zurückzugeben, das haben die EU-Sanktionen aber nicht erreicht. Im Gegenteil, nach Beginn der Sanktionen haben die Kämpfe in der Ostukraine eher noch mal zugenommen. Teile des Friedensplans für die Ukraine sind von russischer Seite bis heute nicht umgesetzt. Und gleichzeitig hat das Ansehen von Präsident Putin in Russland stark zugenommen. Befürworter sehen das nicht so negativ. Immerhin hätten die Sanktionen Russland davon abgehalten, weitere Gebiete zu annektieren, etwa in der Ostukraine. Doch ob das so gekommen wäre, keiner kann es nachprüfen. Gespürt haben die Sanktionen dagegen auch deutsche Firmen. Sie haben in Russland viel weniger Geld eingenommen als früher. Kurz erklärt, wer dachte, dass sich Russlands Politik wegen der Sanktionen ändert, der wurde bislang enttäuscht. Der Druck auf die russische Wirtschaft hat aber sehr wohl seine Spuren hinterlassen.